Und wir klicken uns jetzt vor Ort nach Neumarkt. Mein Kollege Marlon Herrmann ist dort. Vor inhaltlichen Auseinandersetzungen geht es ja erstmal um Personen. Wer will denn bei den Piraten jetzt was werden? Bernd Schlimme hat hier beim Parteitag alles unter die Schlagwörter Freiheit, Transparenz, Teilhabe gestellt. Es geht darum, dass die Partei heute einen neuen politischen Geschäftsführer wählt. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil es interne Streitigkeiten gab um den jetzigen Geschäftsführer der Partei, Johannes Ponada. Aber Details kann mir vielleicht viel stärker Sebastian Nerz erklären. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender der Partei und hat Zeit, mit uns zu sprechen. Schön, dass Sie hier sind bei uns. Die Partei ist überschattet von schlechten Wahlergebnissen, von internen Streitigkeiten im Parteivorsitz. Und dann kommt auch noch hinzu, dass man sich ein Mammutprojekt gesetzt hat, nämlich in den Bundestag einzuziehen. Werden die Piraten den Bundestag dieses Jahr entern oder werden sie vorher kentern? Sie werden den Bundestag entern und die schlechten Wahlergebnisse. Wir hatten eine Landtagswahl, die nicht geklappt hat, davor vier, die geklappt haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis bisher. Jetzt muss man noch mal ganz kurz auf die Streitigkeiten des Vorsitzes zu sprechen kommen. Das ist ja das, was irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung präsent ist. In der Basis rumort es, Sie und Herr Schlömer sind stark angegriffen worden auch. Gerade am Anfang der Woche hat ein Landesverband den Vorsitzenden stark angegriffen mit seiner Positionierung, dass es mehr auch um Positionierung, das heißt um Personen gehen muss und dass diese die Partei profilieren müssen. Was erwarten Sie, zu was wird sich dieser Bundesparteitag der Piraten dieses Mal durchringen? Ich glaube, wir werden hier eine Art Neustart sehen. Wir werden die Personaldebatten endlich hinter uns lassen können und uns danach Samstag, Sonntag und die darauffolgenden Monate wirklich ausschließlich den politischen Inhalten widmen können. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut so ist. Die Bürger wollen ja draußen aber auch Gesichter haben. Nun ist nach dem Wegband von Marina Weißband letztes Jahr und der Wahl von Johannes Ponada so ein bisschen eine Galionsfigur vielleicht auch verloren gegangen. Was läuft gerade schief? Warum ist die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf die Piraten so schlecht? Wir haben uns sehr stark mit uns selbst beschäftigt und ich glaube, das ist etwas, was Parteien nicht machen dürfen. Parteien sind nicht dafür da, untereinander zu streiten, sondern sie wollen Politik machen. Das haben wir falsch gemacht. Das werden wir besser machen. Das lief die vergangenen Monate auch schon besser. Und wenn man sich zum Beispiel die MNET-Umfragen ansieht, wird das auch belohnt. Und ich glaube, dass es so auch weitergehen wird, dass wir einfach nach außen treten müssen und aufhören müssen, uns um uns selbst zu drehen. Es sind wahnsinnig viele Punkte, die auf diesem Parteitag wichtig sind. Einen habe ich schon angesprochen, die Wahl des politischen Geschäftsführers. Dann geht es natürlich im Zentrum auch um die Verabschiedung eines Wahlprogramms. 247 Anträge sind eingereicht worden. Ein Großteil davon dreht sich um das Wahlprogramm. In der öffentlichen Wahrnehmung sind die Piraten bis jetzt noch immer die Einparteien- oder die Ein-Themenpartei. Jetzt macht ein Thema die Partei noch nicht konsensfähig und auch in der Öffentlichkeit nicht wahrnehmbar und wählbar vielleicht für viele Bürger. Worauf kommt es an? Wo muss die Positionierung jetzt hingehen? Was muss für ein Signal von diesem Parteitag ausgehen? Wir müssen zweierlei schaffen. Wir müssen die Themen, mit denen wir bisher wahrgenommen wurden, das ist zum Beispiel Netzpolitik, das ist Innenpolitik, das ist der Schutz von Bürgerrechten, der Ausbau von Bürgerbeteiligung, Politik aufdecken, Politik wieder sichtbar, erfahrbar machen für den Bürger. Das müssen wir vertiefen, da müssen wir tatsächlich konkrete Vorschläge machen und da haben wir einige sehr, sehr gute. Und wir müssen in Bereichen, in denen es bisher noch nicht so, in denen wir bisher noch nicht so profiliert waren, Außenpolitik beispielsweise, noch einen Schritt weiter machen. Auch da haben wir schöne Anträge und ich glaube, dass wir dann insgesamt eine Mischung haben, mit der wir zur Bundestagswahl überzeugen können. Aber vor allem müssen wir es schaffen, dass wir wieder das, für was Piraten stehen, für eine neue Art von Politik, dass wir wieder demonstrieren, das funktioniert. Damit können wir Politik machen, damit können wir auch im Bundestag Politik machen. Die guten Umfragewerte in der Vergangenheit resultierten ja vor allen Dingen dadurch, dass die Bürger auf der Straße verunsichert waren. Es gibt eine allgemeine Politikverdrossenheit, davon haben die Piraten maßgeblich profitiert. Jetzt melden sich auch andere Akteure auf der politischen Bühne, unter anderem zum Beispiel die Alternative für Deutschland, die machen ihnen das Leben schwer. Und vom Vorstand hört man häufig, wenn es um Inhalte geht, dazu haben wir noch keine Position. Hoffen Sie, dass die Schwarmintelligenz sich hier noch in die richtige Richtung bewegt? Das wird sie auf jeden Fall. Ich habe die Anträge gelesen, die hier eingereicht wurden. Die sind zum allergrößten Teil wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass wir da, egal welche angenommen werden, auch ein gutes Programm haben werden. Und was die AfD angeht, sie machen einen sehr plumpen, einen sehr populistischen Wahlkampf. Sie sagen, wenn wir den Euro abschaffen, ist alles wieder in Ordnung. Das ist Unsinn. Die Krisen, die wir haben, gehen tatsächlich sehr viel tiefer. Und ich glaube, dass die Menschen nicht einfach nur plumpen Populismus wollen, sondern dass sie sehen wollen, dass man Politik anders machen kann. Und da sehe ich bislang keine Konkurrenz. Aber wie anders machen denn die Piraten die Politik? Sie sind ja jetzt mittlerweile in vier Landtagen vertreten. Sie sind da auch engagiert, sie sind da auch Teil des politischen Establishments. Das soll auch nicht negativ klingen. Aber was muss die Partei tun, um ihre öffentliche Wahrnehmung zu verbessern?
Wir müssen zeigen, wo wir politisch arbeiten. Wir müssen statt den Personenstreit, den wir für die vergangenen Monate gehabt haben, die politische Arbeit in den Vordergrund stellen. Die Landtagsfraktionen sind ein sehr gutes Beispiel. Sie arbeiten gut, sie arbeiten sehr effektiv. Sie ziehen Bürger mit rein, sie ziehen die ganze Partei mit in diese Arbeit, anstatt sich abzukapseln und als Fraktion irgendwo im Elfenbeinturm zu arbeiten. Und das müssen wir stärker in den Vordergrund stellen. Wir müssen einfach demonstrieren, diese Art von politischer Arbeit funktioniert. Man kann Politik anders denken. Es ist ja so, wir haben es gerade auch im Beitrag gesehen, dass sich innerhalb der Partei viele abwenden, die vielleicht auch entnervt sind, entrüstet sind, weil nicht so richtig was geht und in die richtige Richtung sich entwickelt. Was antworten Sie denen? Wir hatten einen Hype, 13%, jetzt haben wir einen Tiefpunkt, 2%, 4%, je nach Umfrageinstitut. Dass es dann auch Frustrationen gibt, ist klar. Aber ich würde mir wünschen, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter durchhalten, weil zu verlieren haben wir absolut nichts. Wir können nur noch gewinnen. Wir können uns noch hinstellen und sagen, alles, was wir jetzt erreichen, jedes Thema, das wir ansprechen, wird von einer anderen Partei aufgegriffen werden. Jede Idee, die wir haben, wird analysiert werden, wird untersucht werden, ob andere Parteien sie auch aufgreifen müssen. Wir sind in der Lage, in der wir nur gewinnen können. Deshalb jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen. Also ein Stichwort von Ihnen noch, worauf kommt es an bei diesem Bundesparteitag? Dass wir in die Zukunft schauen. Sebastian Herz, das war kurz und knapp. Ja, und in die Zukunft schauen tut auch eine aktuelle Umfrage. Es geht darum, dass die Forsa eine Umfrage gemacht hat für den IT-Branchenverband Bitkom. Und da geht es darum, wie wichtig das Internet im Wahlkampf dieses Jahr wird, für die Bundestagswahl, aber auch für die Landtagswahl. Und da schauen wir uns jetzt einen Ausschnitt an.